Allah hasst ungerechte Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gerechte. Und er hat Ungerechtigkeit sich selbst verboten. Im Hadith Al-Qudusi, dass der Prophet Muhammad a.s. sagte, dass Allah gesagt hat, ich habe mir selbst die Ungerechtigkeit verboten. Und ich habe sie zwischen euch verboten gemacht. So seid nicht ungerecht. Seid nicht, tut euch nicht gegenseitig Unrecht. Seid nicht ungerecht. Ungerechtigkeit, liebe Geschwister, wie man im Koran liest, wird man ganz, ganz schnell sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechten verabscheut. Menschen, so wie Pharao, und die Menschen, die anderen Menschen Unrecht tun, das sind die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala bestrafen wird. Sehr gewaltig bestrafen wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran auch darüber, in Surat Ibrahim, auf der letzten Seite, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, denke ja nicht, dass wir unacht dem gegenüber sind, was die Ungerechten treiben. Denk ja nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht hört und sieht, was die Ungerechten machen. Vielmehr gibt Allah ihnen Aufschub. Allah lässt sie machen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist weise. Allah ist allmächtig. Allah ist stark. So wie im anderen Hadith vom Prophet Muhammad a.s. Allah subhanahu wa ta'ala lässt Ungerechtigkeit zu. Allah lässt den Ungerechten sein Unrecht treiben. Aber wenn er ihn packt, dann gibt es kein Entkommen mehr. Wenn er ihn packt, den Ungerechten packt, so gibt es kein Entkommen mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechten vernichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Gerechtigkeit bringen. Allah subhanahu wa ta'ala lässt Sachen zu für Wissen, was er hat. Für Weisheiten, die nur er kennt. Für Leute, denen er das für sie den Weg ebnet ins ewige Paradies. Und anderen, den Ungerechten, ihren Weg ebnet für die ewige Strafe und Hölle und Erniedrigung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern beistehen.